Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Clash Royale Challenge. Heute spielen wir mit dem teuersten Deck, was überhaupt geht. Wir haben einen Durchschnittskosten von 7,5 Elixier und unsere billigste Karte kostet auch 7 Elixier. Das Level von unseren Karten sieht an ein paar Stellen nicht so gut aus, aber das Ganze kann ich leider nicht ändern, denn finanziell sieht es bei mir jetzt nicht so gut aus. Man kann das Deck auch nicht anders spielen. Das teuerste Deck ist genau das, was wir hier haben, weil es eben genau so viele teure Karten gibt. Ich würde sagen, wir versuchen das Ganze einfach mal und starten rein. Wir wünschen unserem Gegner natürlich viel Glück und müssen jetzt direkt mit unserem Packer das Ganze hier aufhalten, den ganzen Angriff. Kriegen zwar gut und ordentlich Damage, aber konnten es noch halbwegs verhindern. Na gut, so gut haben wir es jetzt doch nicht verhindert. Er hat einen Inferno-Turm, das ist natürlich für uns nicht so gut. Und natürlich auch noch ein Feuerball für unsere Valkyrie. Unser Gegner hat einfach das perfekte Deck gegen uns. So, dann hätten wir hier noch zwei Kobolde tot und töten den Miner. Mal sehen, was er jetzt noch Perfektes gegen uns denn Ritter hat. Oh, er setzt ausnahmsweise mal nichts, was uns komplett aus der Fassung bringen kann. Ist unser Gegner wohl wirklich AFK gegangen? Das hieße ja, dass wir direkt in der ersten Runde den First Try Win machen würden. Das wäre natürlich ziemlich krass. Er wird sich doch noch. Okay, okay, okay. Dann setzen wir mal einen Lava-Hund hier hinten. Und dann müssen wir hier einen Packer zur Verteidigung setzen. Aber können wieder nichts gegen die Kobolde machen. Da haben wir leider keine guten Karten gegen. Ich würde sagen, wir setzen mal unsere Hütte und setzen hier gleich unsere Mega-Ritter hin. Dann haben wir den Inferno-Turm auch schon gestoppt. Und da kommen die nächsten Kobolde, aber unsere Barbaren sind zur Stelle und retten uns. Und da kommt leider viel zu viel durch und wir können nichts dagegen setzen. Schade, aber fürs erste Match auf jeden Fall gut. Ich denke mal, hier können wir viel holen. Und jetzt haben wir den Golem hier gesetzt. Und jetzt macht er einen totalen Angriff auf der anderen Seite, den wir schwer bis gar nicht verhindern können. Ich versuche es einfach mal mit einem eigenen Packer. Wenn er jetzt seinen Packer setzt, dann können wir das wenigstens ein bisschen aufhalten. Doch, das sieht doch ganz gut aus. Das haben wir doch gut hinbekommen. Und den linken Turm haben wir schon ein bisschen angefaktet. Also bis jetzt liegen wir ein bisschen in Führung. Und vielleicht hat unser Gegner ja keinen Feuerball. Dann können wir vielleicht ja diesmal auch mal unsere die drei Muskeltiere setzen. Oh, oh, hier haben wir jetzt wahrscheinlich unseren Turm weggehauen. Dagegen können wir wenig machen. Boah, die Pfeile machen uns einfach so extrem viel Damage. Machen wir mal hier in einem Barbarenhütte hin, damit wir in dem Fall, dass er gleich den Ballon setzt, wenigstens ein bisschen was ihm im Weg steht. Oh nein, jetzt kriegt er unseren linken Turm. Hier darf man sich nicht einmal versetzen, dann hat man das Spiel schon ganz schnell verloren. Aber vielleicht kriegen wir ja noch irgendwie seinen Turm. Aber er kriegt ja sogar jetzt schon unseren zweiten, da können wir jetzt wenig gegen machen. Oder schafft er es noch? Ja, unser hat es noch geschafft, aber wir kriegen nicht seinen Turm. Aber die Runde war wieder nicht schlecht. Oh, unser Gegner hat coole Emotes und einen Elektro-Riesen mit deutlich höherem Level als unserer. Der macht uns ordentlich Druck, aber was will man machen? Aber den Prinzen von ihm kriegen wir zumindest gleich ziemlich gut aufgehalten mit unserer Königsgarde. Aber gegen so Kleingemüse haben wir gefühlt gar nichts. Kriegt er leider unseren Turm. Bis jetzt lief es gar nicht mal so kacke, aber hier gegen dieser Horde, die er da gesetzt hat, ist unser Deck auf jeden Fall ziemlich schlecht. Jetzt tötet er unsere Muskeltiere, aber unser Packer tötet seinen Dude. Der lässt sich da nicht ärgern, der Packer, aber gegen den Magier wird er jetzt Probleme kriegen, vor allem wenn er Rage. Aber vielleicht kriegt er ihn noch tot und noch einen Hit hin, das wäre cool. Ja, schön gemacht. Boah, wir kriegen sogar seinen Turm. Das ist natürlich sehr krass. Hier müssen wir nur irgendjemanden haben, der das ausführt. Aber jetzt habe ich auch verloren. Das war ein bisschen doof gesetzt von mir. Ich hätte mit dem Mega-Ritter das Ding verteidigen sollen. Er hat natürlich wieder die krasse Kombi, gegen die wir kaum was anrichten können. Aber jetzt kommen unsere Muskeltiere und schießen den wenigstens noch ab, bevor er das nächste Ding holt. Vielleicht kriegen wir auch seinen Turm. Also den Turm bekommen wir durch unseren krassen Packer. Aber er hat eine sehr gute Karte gegen uns. Zumindest gegen unsere Muskeltiere. Taut unsere aber dem seinen noch aufs Maul. Aber es scheint so, als will unser Gegner das Spiel für sich entscheiden. Auch wenn wir wenigstens den einen Turm haben.
Verloren ist hier noch nichts und hiergegen können wir nichts machen. Unser Elektro-Riese wird ja leider nicht angegriffen von ihm. Wenn unser Gegner also einen Ballon hat, ist es quasi schon eine Gratis-Runde für ihn, wenn wir nicht gerade die Musketierin auf der Hand haben. Aber wieder keine schlechte Runde. Wir haben zumindest einen Turm geholt. Wir kriegen fast immer eine Krone. Also so kacke ist das Deck gar nicht. So, vielleicht ist mal die Taktik am Anfang, das Barbaren-Ding zu setzen. Das Problem ist jetzt nur, dass wir direkt unseren linken Turm verloren haben. Gegen den haben wir auf jeden Fall verloren hier. Ich muss auch sagen, die Barbarenhütte ist halt auf meinem Level noch ziemlich schlecht. Nächste Runde wird besser. Aber unser Packer schafft es leider keinen Schlag mehr anzurichten und deshalb haben wir das Ganze hier auch verloren. Runde neues Glück. Jetzt werden wir warten, bis der Magier hier reinkommt. Unser Gegner noch ein bisschen mehr. Nee, leider nicht. Dann hätten wir noch ein bisschen mehr zermalmen können mit unserem Mega-Ritter. Und da reagiert unser Gegner relativ schlecht gegen unseren Mega-Ritter. Aber damit kriegt er mich jetzt. Das war dumm, den Packer hier zu setzen. Jetzt verdienen wir wahrscheinlich unseren Turm, weil ich leider meine Muskeltiere nicht spielen kann. Also der größte Nachteil an dem teuersten Deck der Welt ist auf jeden Fall, dass man keine Lufteinheiten gut angreifen kann. Aber dagegen kann man leider nichts tun. Wir haben jetzt schon 2 Türme verloren. Ja, das läuft auch gar nicht mal so schlecht. Zumindest einen Turm haben wir sicher. Er hat jetzt tatsächlich auch nichts, um sich zu wehren gerade. Oh nein, das war schlecht gemacht von mir. Der Mega-Ritter war schlecht gesetzt. Aber die Chance zu gewinnen ist noch da. Aber ich glaube leider, wir werden durch Zeit verlieren. Sonst wird das Ganze vielleicht noch gut geworden für uns. Ich glaube ja, wir werden das Ding hier durch Zeit verlieren. Das ist ärgerlich. Wir hätten das Ding vielleicht sogar jetzt geholt. Ärgerlich, ärgerlich. Oh, das tut weh. Das tut weh. Wir hätten jetzt gewonnen. Ah, vielleicht auch nicht. Vielleicht hätte er auch seinen Schweinereiter das beendet. Den habe ich gar nicht mal wahrgenommen. Okay, in meiner wird sich unser Packer mal holen. Dann setzen wir jetzt hier als Deckung die 3 Musketiere. Und ich glaube, das wird hier ein Sieg. Aber ich würde sagen, Sieg ist Sieg. Wir haben mit dem teuersten Deck der Welt gewonnen. Klar kann man sagen, das war jetzt nicht ganz richtig. Der hat sich ja gar nicht gewehrt, da hätte man mit jedem Deck gewonnen. Das stimmt auf jeden Fall. Aber Sieg ist Sieg, wie gesagt. Wir hatten auf jeden Fall einige lustige Runden dabei. Man kann auch normal gewinnen, dass aber meine Truppen hier Level 7 sind. Ist natürlich ein kleiner Nachteil. Aber damit ihr wenigstens einen richtigen Sieg sehen könnt, spiele ich jetzt noch ein schnelles Spiel. Und da kann das ganze Deck schon nochmal viel besser sein, wenn man seinem Mate mit den teuren Elixier-Sachen ab und zu helfen kann. Dann setzen wir hier mal den Lava-Hund. Dann spielen wir jetzt mal random unsere Königssoldaten. Bis jetzt läuft das Ganze noch nicht so gut, aber verloren ist noch nichts. Wir kriegen jetzt nochmal ordentlich Elixier dazu. Ich und mein Mate, wenn die Elixier-Dudes da mal gestorben sind. Aber das kriegt nur derjenige, der die Sachen tötet, also nur unser Mate. Aber jetzt machen wir da einen ordentlichen Angriff. Wir machen ordentlich Damage auf beiden Seiten. Auf einmal sind wir das führende Team hier. Das ist natürlich cool. Das wäre die erste Runde, die wir hier spielen mit diesem Deck im Koop. Und wenn wir direkt gewinnen, wäre natürlich cool. Kann auch sein, dass unser Gegner vielleicht das Only-Gebäude-Deck spielt. Zumindest einer von denen. Aber das habe ich ja auch schon mal gemacht, die Challenge. Und die habe ich auch sogar gegen den echten Gegner im Solo gewonnen. Das fand ich sogar eigentlich schlechter, das Deck, was ich da hatte, als das, was ich jetzt spiele. Und trotzdem habe ich den Sieg geholt. Und das war sehr crazy. Jetzt wurden unsere Sachen da eingefreezed. Das ist schlecht. Aber wir haben nochmal dick Elixier dazu bekommen. Ich mache mal hier alles kaputt, was uns da so stört. Und wir gehen in die Verlängerung rein. Und unser Elektro-Riese führt das Ganze hier an. Aber unsere Gegner spielen einen gut gesetzten Mega-Ritter. Wenn das Spiel jetzt vorbei wäre, hätten wir noch gewonnen. Aber das Spiel dauert ja eben noch eine Weile. Oh, mein Packer war schlecht gesetzt. Ja, schön, der Feuerball schön auf seinen Turm. Das war wichtig. Ja, das geht an uns. Das haben wir gewonnen. Oh nein, an unserem Turm kriegen wir doch noch ein bisschen Damage. Aber gerade so, dass wir noch gewonnen hätten. Ich hoffe, unser Mate spielt auch noch schnell das Kampfholz und die Pfeile vielleicht auch noch hinterher. Und noch den Feuerball, genau, dann holen wir das Ding nämlich. Früher war in Hidden Deck ja auch noch der Blitz drin, dann hätten wir das ganze Ding jetzt sogar komplett gewonnen, wenn wir den noch hätten. Gewonnen haben wir. Gewonnen haben wir, das ist natürlich sehr cool. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ich hoffe, es hat euch auch so gefallen wie mir. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, es folgen noch weitere Challenges.